Hallo und einen schönen guten Abend wünsche ich euch mit Sonara in einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir ja hier die Dings eingesammelt, die Kochutensilien, und die geben wir jetzt beim Chefkoch hier ab. Ja, gar nichts, ich will dir nur was geben. Das Witterlet macht sich nicht von allein. Bleib zurück, Sonara. Gleich gibt's eine Geschmacksexplosion und ich will nicht, dass ihr verletzt werdet. Aha, okay. Und wir haben ein Level Up erreicht. Juhu! Ja, ob das hier wohl ausreicht für noch ein Level Up, das wäre eine gute Frage, nächste Frage. Okay, das war die Geschmacksexplosion, die wir gerade gesehen haben. Und noch einer. Sättigt die wilde Bestie. Ihr habt den Kommandanten gehört, Sonara. Bringt mir das perfekte Geschenk für den Botschafter der Grimm-Totems. Er erwartet mit seinem Trupp am unteren Ende des südöstlichen Pfads. Das sollte unser Ansehen bei ihrem Häuptling steigern. Aha, okay. Gut, dann werden wir das natürlich machen. Ich könnte eigentlich... Warte mal, kann ich da runterhüpfen? Wo muss ich da hin? Da in die Richtung muss ich. Adi hopp. Tü, 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 tü. Oh, 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 oh. Okay. Laufen wir, glaube ich, gescheiter Quellen. Aber was soll's. So. Ton. Windbogen schnüffelt und hebt die linke Hand. Ihr habt etwas für uns dabei. Ton und seine Leibwächter verschlingen die fleischige Gabe. Etwas so Gutes habe ich noch nie gegessen. Vielleicht erweist ihr euch doch noch als wertvolle Verbündete, aber bevor die Grimm-Totems sich auf eine Zusammenarbeit mit der Allianz einlassen, müsst ihr unseren Bedingungen zustimmen. Hier sind sie. So wie mein Anführer sie mir gesagt hat. Bringt sie euren Kommandanten. Mal sehen, ob er zustimmt. Forderungen. Die Grimm-Totems brauchen Waffen. Die Horde hat... Dank ihres Kriegshäuptlings und der Hilfe ihrer neuen Goblin-Verbündeten mächtige Waffen angehäuft. Unsere Kriegswerkzeuge haben dieser Feuerkraft nichts entgegenzusetzen. Stattet die Grimm-Totems mit starken Waffen aus, dann werden wir gemeinsam die Horde vernichten. Dies sind unsere Forderungen. Versorgt die Grimm-Totems, dann kämpfen wir für die Allianz. Aha, okay. Gut, dann werden wir uns hier jetzt mal wieder auf den Weg hinauf machen. Aha, das ist die andere Seite. Yay. Was geht euch in den Kopf? Hier haben wir Forderungen. Waffen? Truppenkommandant Valen seufzt. Ich werde jetzt eine spontane Entscheidung fallen, Sonara. Ich hoffe, es ist die richtige. Sonst wird mich König Vrin einen Kopf kürzer machen. Ja. Kriegswerkzeug. Ich muss euch noch einmal einer Gefahr aussetzen, Sonara. Im Osten gibt es eine von der Horde erbeutete Ausgrabungsstelle, die reich an Mineralien ist. Kisten mit unseren Waffen befinden sich dort. Sie sind überall verstreut. Die Horde ist erst vor kurzem dort eingefallen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie bereits all unsere Ausrüstung gefunden haben. Geht dorthin und besorgt unseren Grimm-Totem-Freunden ein paar Waffen. Man sieht sich. Man sieht sich. Aha, die unerbittliche Horde. Ich soll natürlich auch gleich ein paar Hordler mit abmurksen. Wie sollte es anders sein? Es ist zwar äußerst wichtig, dass ihr die Waffenkisten unverzüglich sichert. Aber wir müssen die Grabstätte im Osten auch von der Horde säubern. Wir müssen vollen Zugang zur Ausgrabungsstätte erhalten. Sonst können wir keine Nachschublinie für die Grimm-Totem-Verbündeten schaffen. Tötet alle Angehörigen der Horde, denen ihr an der Grabstätte... begegnet, Sonara, für den Ruhm der Allianz. Bleibt auf dem Boden. Ja, gut, da muss ich da runter. Ah, das ist gleich... okay, das ist gleich da geradeaus. Das werden wir natürlich machen, ne? Ciao, da haben wir ja schon was. Ah! So. Ne, ich wäre gern hier oben geblieben. Au. So.
So. Zuerst etwas anvisieren. Drei Stück. Das ist halt doch irgendwie recht wenig, gell? Nur, wenn ich jetzt auf Shadow skille, dann muss ich wieder die anderen Sachen holen mit Tempo. Meine Güte, das ist ganz schön kompliziert. Aber, warte mal, das war ja eigentlich hier auf, warte mal, neue Disziplin, alle Spezialisierungen. Habe ich da wirklich nur eine Brust? Ich habe wirklich nur eine Brust. Haben wir hier keine Kisten mehr? Wollt ihr mir verarschen? Na, da ist noch eine Kiste. So. Da ist auch noch eine Kiste, das ist gut. Blutwache. Ich sollte mich wieder babbeln. Damit ich besser geschützt bin, gell? Ich bin außer Reichweite. So. Möchte ich jetzt da runter oder bei der anderen Seite runter? Runter, 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 runter. Ja, das war klar. Ich möchte aber auf der anderen Seite runter. Die gefällt mir irgendwie besser. Die gefällt mir besser. Aha, okay. Ja, weil hier nämlich mehr Kisten sind auch. Die ist mir sympathischer. So, schaffe ich das, dass ich das hier noch einsammle, bevor der mich sieht? Zu weit Nein. Entfernt. Schaffe ich nicht mehr. Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da drüben brauche ich gar nicht hingehen. Ah, kommt jetzt hier in die Ecke? Das wäre ganz schön blöd. Achso, nee, komm, okay. Er geht weiter. Er geht weiter, das passt schon so. So, wir haben jetzt den letzten Hortler, sehr schön. Hier, den letzten Hortler und die letzte Kiste. Wunderbar, wunderbar. Dann geht's auf. Oh. Nein, warte, wir müssen noch eins weiter. Was kann ich für euch tun? So, Kriegswerkzeug. Habt ihr das Kriegswerkzeug gefunden? Na klar, das sollte reichen, um 100 Grimm-Totems auszurüsten. Jetzt müssen wir die Waffen ihrem Häuptling übergeben. Ob das wirklich so eine gute Idee ist? Das ist eine gute Frage, gell? Der Häuptling der Grimm-Totems erwartet euch, Sanara. Nehmt die Waffenkisten und brecht zum Posten der Grimm-Totems auf. Viel Glück, Sanara. Sollte euch etwas zustoßen, werde ich persönlich eure Angehörigen informieren und König Vryn wissen lassen, was ihr für die Allianz getan habt. So, so. Okay, ich werde... Ach du Kacke, was war das denn jetzt? Ach, ja, 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 okay. Ich werde die Infanterie befehlen, nachzurücken und die Zurückgebliebenen zu beseitigen. Hätten wir... Doch 10.000 wie euch, Sanara.
Okay, dann werden wir uns gleich hier auf den Weg machen. Na, das ist jetzt gerade ein bisschen verwirrend hier. Huhuhuhu. So, dann geht es jetzt wohin? Darunter. Direkt hinunter. Also einmal fliegen. Zu den Grimm-Totems. Da, Häuptling. Hallo, Häuptling. Direkt hingeflogen, das ist super. Grundige Finsterwolke, Häuptling der Grimm-Totems. Alter, der schaut aber ganz schön grimmig rein. Mhm. Habt ihr die Waffen? Das sind gute Waffen. Mächtiger Stahl. Mit solchen Waffen werden meine Krieger unbesiegbar sein. Magatha lächelt auf euch herab, Sanara. Ich möchte euch um einen, vielleicht auch zwei Gefallen bitten. Ach, möchtest du das? Das ist ja wunderbar. Gell? Die Überlegenheit der Grimm-Totems. Überall im Hochwipfeltal werden Grimm-Totems von der Horde angegriffen. Höllschreis-Armeen kennen weder Gnade noch Mitgefühl. Sie töten jeden, der ihnen im Weg steht. Ja, das ist eigentlich nichts Neues, würde ich sagen, oder? Ich weiß ja nicht. Aber gut. Das muss ein Ende haben. Nehmt das Kriegswerkzeug, das ihr uns gebracht habt, und sucht nach Grimm-Totems, die gegen die Horde kämpfen. Gebt ihnen die Waffen der Allianz und seht zu, wie sie die Angreifer der Horde vernichten. Geht, es gibt viel zu tun, Verbündete. Okay. Das werden wir natürlich gleich machen. Ach, das ist eh gleich hier anschließend. Haha. So, also, hier, Grimm-Totem. Mann, ich dachte, das kann ich auf dem aufgemanderten Zustand machen. Hier. Und da. Und hier. Und da haben wir gleich zwei. Das ist voll super. Die Hälfte haben wir schon fertig. So, warte mal, da gehen wir hinten rum. Sonst... greift er mich gar noch an. Okay. Dieser Gegenstand lädt noch auf. Dieser Gegenstand lädt noch auf. So, einen brauchen wir noch. Den haben wir da hinten. So, wunderbar. Das haben wir erledigt. So. Der Kampf ist doch längst nicht vorbei, Sanara. Die Hordengeneräle leben noch. Untergang, ja, ist klar. Die werde ich jetzt natürlich töten müssen, gell? Wie soll das anders sein? Als wir erfuhren, dass Höllschrei einen weiteren Ork der Magar ausgesandt hatte, um die Hordentruppen im südlichen Steinkrallengebirge anzuführen, war es bereits zu spät. Camp Aparaye war niedergebrannt worden, alle Grimm-Totems in dem Gebiet waren in den Flammen vergangen. Vier der gefürchteten Hordengeneräle führen die Schlacht um das Hochwipfeltal an, unter ihnen auch der Magar-General Glubgok. Reist nach Süden zu den Ruinen von Camp Aparaye und tötet die Generäle. Wir halten die Horde jetzt auf. Kehrt zu mir mit ihrem Zeichen zurück. Aha, okay. Dann werden wir mal dahin gucken. Gucken, gucken. Camp Aparaye. Da ist er.
Nein. Hä? Ah, okay. Wir brauchen die Insignie von ihm. Ah, das ist wieder so ein dämlicher Fernkämpfer. Na, wobei, das kann mir eigentlich nur recht sein. Er macht nicht ganz so viel Schaden an mir. An meiner Bubble. So. Wir sind in Flammen aufgegangen. Den müssen wir... Ah! Nein! Oh, echt jetzt? Wie ätzend ist das denn? Ich werde nicht das gleiche Schicksal erleiden. Mhm. Ihr werdet alle nicht das gleiche Schicksal erleiden, oder was? Ah. General Klubkopf. Du bist es hoffentlich der, der diese dämliche Insignie bei sich hat. Na bitte. Die Truhe des Hordengenerals fällt zu Boden. Das haben wir natürlich spitzenmäßig erledigt, gell? Wunderbar. So, sind die Generäle tot? Ja. Grunding zerquetscht das Insignia in seiner riesigen Faust. Ihr habt es geschafft, Verbündeter. Höllschrei wird Wochen brauchen, um sich von diesem Schlag zu erholen. Das südliche Steinkrallengebirge gehört den Krim-Totems und der Allianz natürlich. Ja, will ich ja wohl hoffen. Das ist super. Oh, das will ich haben. Kehrt zu eurem Anführer zurück und berichtet ihm, was ihr für die Krim-Totems getan habt. Sagt ihm, dass unsere Grenzen von nun an für die Allianz geöffnet sind. Mhm, okay. Werden wir natürlich tun. Wenn ich dafür so ein tolles Ding bekomme. Tolle Armschienen. Ganz, ganz tolle Armschienen. Tolle Armschienen. So. Hervorragende Arbeit, Sanara. Nun müssen sich unsere Streitkräfte nur noch beim Betreten des Steinkrallengebirges Sorgen wegen der Horde machen. Das ist wunderbar. Oh, und wir haben fertig durchgequestet. Alles frei. Packt eure Sachen, Sanara. Wir werden uns jetzt den restlichen Streitkräften der Nordwacht im südlichen Brachland anschließen. Eure erste Mission im südlichen Brachland sollte recht unkompliziert sein. Vor 2 Tagen erreichte uns ein Notruf von Kommandant Walpole. Man hat ihn und sein Bataillon auf dem Steinkrallenpass außerhalb von Ehrenwacht eingekesselt. Die Horde ist überall. Geht dorthin und helft ihm. Ich werde das Nordwachenkommando von unserer Allianz mit den Krim-Totems in Kenntnis setzen. Aha, okay. So, jetzt haben wir hier 2 Sachen. Okay, was mir allerdings nicht gefällt, ist, dass ich hier noch ein paar Sachen zum Erkunden habe. Aha, das ist da unten. Hochwipfeltal. Klippenläuferposten. Wenn ich jetzt eher die feste Krommgar, die wäre halt auch nicht schlecht, wenn ich die erkunden würde, oder? Ha, gut. Ich mache mir jetzt erstmal auf den Weg, hier die Sachen zu erkunden. Denn das möchte ich eigentlich schon erledigt haben. Oh, eine 12-Platztasche. Die darf ich natürlich nicht verkaufen. Das auf keinen Fall. Aber das hat halt nicht viel Sinn, wenn ich hier 10 Platztaschen habe hier nur. Hm. Naja, gut. Also, wir werden jetzt mal gucken. Aha, das eine ist da unten. Und das hatte ich doch jetzt auch schon... Hilfe. Das hatte ich doch jetzt auch schon erkundet, oder nicht? Feste Kommunikationsklippen. Ah, okay, warte mal. Das ist alles erkundet. Das sieht nur so witzig aus. Das ist ja beschissen.
Gut, dann werde ich jetzt erstmal darüber fliegen und... Ja, es ist, glaube ich, eh das Beste, wenn ich darüber fliege komplett. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Was führt euch hierher? Was führt euch hierher? Ja, ich fliege einfach mal dahin, das kostet weniger. Immerhin habe ich ja nicht ganz so viel Gold und ich möchte eigentlich schon zusammensparen. Dass ich mir dann eventuell das Fliegen kaufen kann. Allerdings wird sich das, glaube ich, nie und nimmer ausgehen. Nie und nimmer. Ja, gut. So, wo sind wir hier jetzt? Da sind wir. Das heißt, wir laufen jetzt mal hier raus. Aha. Und diesen Weg entlang. Aha, okay, das ist die andere Seite. Das ist klar, dass wir da nie hinkamen, gell? Ein riesengroßer Wegweiser. Weil wenn wir den jetzt erkundet haben, dann kann ich nachher den Ruhestein verwenden. Und ich werde dann... Was ist das? Ein Rare! Ein Rare! Oh, ein Rare! Trauerschwinge. Ja, wunderbar, wunderbar. So, da haben wir jetzt einen Rücken bekommen, den wir natürlich noch nicht in unserem Kühlschrank, wollte ich gerade sagen, Kleiderschrank haben. Steinkrallengebirge. Aber hier waren, glaube ich, irgendwelche Gegner. Glaube ich. Ich glaube, mich zu erinnern. Da ist ein Hordentotem, also ein Taurentotem. Genau. Hier waren so Taurendinger. Ah, okay, das ist der... eventuell kam ich von der falschen Seite oder komme ich von der falschen Seite. Au! Nein! Au, 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 au. Nein, 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 das ist das Falsche. Au! Fuck! Nein! Wow! Ich komme eindeutig von der falschen Seite. Ah, Hilfe! Ah, lasst mich doch in Ruhe. What the hell? So, habe ich das jetzt schon erkundet? Nee. Wah! Hilfe! Das ist der Hordenposten. Na toll. Ach du Scheiße. Ah, gut. Eigentlich nicht gut, weil eigentlich müsste ich jetzt da hoch, gell? Das ist ja beschissen. Ich sollte aber womöglich nicht wieder zwischenmitten durchlaufen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich das nicht tun würde, weil dann habe ich weniger Aggro. Bis gar keine, das ist natürlich noch besser. Da, genau, Klippenläuferposten. Wunderbar, jetzt kann ich einen Ruhestein verwenden. Alter, ist das scheiße. Ah.
Ja, also ich war noch richtig in der Annahme, dass wir hier Gegner haben. Ich war nur irgendwie zu blöd zu checken, dass ich da gerade mitten durchlaufe. So, dann können wir uns vielleicht noch auf den Weg machen hier. Und was machen die Kriegshammerfeste hier? Welchen Weg ist das jetzt? Das ist der Weg. Okay. Ah, okay. Warte mal, da kann ich... es ist eigentlich hoffentlich gleich in der Nähe. Wäre eigentlich ganz cool, gell? Horde, 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 alles rot. Rot, 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 rot. Was ist mit euch? Ah. Das ist ja kacke. Ist das euer Ernst? Wie soll ich denn hier bitte die Feste erkunden? Wenn da auch noch eine Patte rumläuft. Ist das jetzt euer Ernst? Komme ich da überhaupt hin? Okay, warte mal. Feste Krumgar, komm, erkunden. Ja, erkundet. So, und wir stürzen uns in die Tiefen. Ah, so war das nicht geplant. So war das schon eher geplant. Okay, dann machen wir das so. Ne? Gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Baba.